Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es wird Sie nicht überraschen, auch bei uns läuft dieser Antrag in offene Türen rein. Das ist von uns selbstverständlich zu unterstützen. Ist ehrlich gesagt ganz erstaunlich, dass wir das nicht längst haben. Ja, das ist, hat mich eigentlich überrascht, weil ab 2006 ist es so, dass es freigegeben wurde, sage ich mal. Vorher war es ja das Bundesgaststättengerecht-Gesetz und jetzt ist es Länderebene. Und im Gaststättengesetz des Bremischen gibt es ja nicht das mit der Strafe. Gut, wir haben hier weder Brauerei noch Weinberge in Hülle und Fülle, das muss man natürlich einräumen. Aber ich möchte einen Aspekt... Das stimmt. Trotzdem möchte ich noch mal einen Punkt hervorheben, den Herr Kollege Imhoff hier auch gesagt hat, dass gerade diese wirtschaftlichen Standbeine für die bremische Landwirtschaft wichtig ist, weil so richtig gut geht es ihnen nicht, was das anbelangt. Und deswegen finde ich das großartig, wenn wir das unterstützen, und ich hoffe, dass der Laden ordentlich floriert. Vielen Dank.